Was geht ab, meine Z-Fighter? Osaru hier mit einem weiteren Video zu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Und Leute, Super Saiyan 3 Gotenks ist da, ganz klar mit seinem Event, mit einem Dragonstone Sale, mit seinem Event, wie gesagt, Goku Jr. ist auch back, aber wir schauen uns gleich den Banner an. Das Banner von ihm, Leute. Gestern kam ein Video raus, ob ihr sammeln solltet. Quasi war das Endfazit davon, ja. Weil wir haben zwei Neo-Guard-Leader. Also wenn das Event rauskommt, Leute, das werden wir auch machen. Ganz klar, das Event ist draußen, das Video dazu meine ich. Dann gehen wir näher drauf ein. Aber, ja, schön gedacht. Es sind drei Neo-Guard-Leader, Leute. Drei Neo-Guard-Leader in einem Banner. Damit haben sie den Wert, ja. Damit haben sie den Wert dieses Banners rapide gestiegen. In JP war dieser Banner meh. Nur Gotenks war gut, der neue. Und Blue Vegetto. Hier ist, haben sie quasi nochmal Blue Vegetto hier rausgehauen in Global. Und haben Angel Goku reingehauen. Gar nicht mal so schlecht, weil am Freitag der Blue Vegetto als Seller kommt für jeden. Also passt das für mich, finde ich. Wir haben den neuen Gotenks. Wir wissen alle, was er macht, Leute. Falls nicht, ich wiederhole es kurz. Super Physisch Type gibt der Dokkan Ki plus 3 auf jeden Fall 120%. Und Extreme Physisch Type Ki plus 1 50%. Drei Ultis, die immense Damage machen, die voneinander variieren. Passive bekommt er, ja, machen wir das mal. 120% auf den Angriff. Und weitere 60% Dokkan Effekt. Für die ersten 7 Runden waren das, glaube ich. Und 50, naja. Wir wissen im Prinzip alles zu ihm. Und Death minus 30, das soll ich sagen. Age Goku ist drin, wie gesagt, Bombe und vierfacher Goku ebenfalls. Ja, da haben wir noch die anderen Banner-Karten drin, ganz klar. Ich habe folgenden Deal, Leute, folgenden Deal. Der Banner ist wirklich sehr gut, ihr solltet da wirklich summonen. Hier sind drei Neo-Guard-Leader drin. Die Sache ist dennoch die. Wir haben hier 131 Stones, dank dem Sale. Folgender Deal, Leute. Majin, wie geht es noch online? Ich bin irgendwie gehypt, gute Laune. Wir machen zwei Mutisan bei Majin Vegeta wegen Elder Kai. Das ist unser Bonus, 1, 2, 3, 4, 5 Pots. Hauen dann die Single Summon in Gotenks rein. Versuchen da ein bisschen unser Glück. Und genau, so werden wir das heute machen. So werden wir den dreifachen Gotenks im Prinzip begrüßen. Schauen wir mal, was abgeht. Schauen wir mal, was abgeht, Leute. Wir fangen an mit Barta. Wir fangen an mit Barta. Gefolgt von Fascha. Boom. Und dann werden wir eben sehen. Also wirklich, Leute, es macht wirklich keinen Unterschied, ob Single oder Multi. Die Rates sind total gleich. Ob Single oder Multi. Oh, okay. Hashtag nicht gefeatured. Hashtag nicht gefeatured. Unser Meme geht weiter. Hashtag. Wirklich Hashtag nicht gefeatured. Es macht wirklich keinen Unterschied. Es sei denn, ihr habt einen Bonus von der Multisum. Hier haben wir unseren Bonus. Deswegen machen wir die Multisum. Dann kommen wir zur Elder Kai. Und drüben werden wir dann quasi die Single Sum raushauen. Bei. Oh mein Gott. Hashtag nicht gefeatured, Leute. Double SSR. Hashtag nicht gefeatured. Das wären zweimal die Chance gewesen auf Majin Vegeta, Leute. Krass. Naja. Okay. Oh, es geht noch weiter. Und noch eine Fasche. Alles klar. Gut, dann holen wir uns mal. beziehungsweise favorisieren wir sie. Ja, das ist früh am Morgen, Leute. Sorry. Hashtag nicht gefeatured. Ist ein Ding. Ist ein Ding. Rein in die Kommentare. Jetzt hauen wir hier unsere 30 Stones raus in Single Sum bei Gotenks. Gucken, was da geht. Und dann machen wir den letzten Multi noch bei Majin Vegeta quasi in dem Video. Leute, ich muss einfach probieren, ja. Ich muss einfach probieren. Solange der Banner online ist, solange ich die Chance dazu habe. Denn Leute, muss ich auch was erzählen, ja. Die letzten Tage, wirklich die letzten Tage, seit dem Video, was wir mit den 1000 Stones reingegangen sind, habe ich 4 oder 5 SR gezogen per Single Summon, per Daily Single Summon, die 5 Stones, die wir bekommen haben, bei Majin Vegeta Banner. Und es, davon waren wirklich 3 oder 4, 1, 2, 3, 4, 4 Pots. 3 oder 4 nicht gefeatured, Leute. Das hat mir den Gnadenstoß gegeben, ja. Ich habe mich noch am Ring gehalten, aber jetzt dachte ich mir, okay. Wir versuchen es nochmal. Hier sind wir mit den Singstern bei Gotenks Banner. Schauen wir mal, ob wir es geht. Was sind 6 Singstern? Ich weiß nicht. Darf man sich nicht viel erhoffen. Aber es könnte natürlich ein Knall auch passieren. Wissen wir nicht. Bis jetzt ist der Knaller, hält sich der Knaller wirklich in Riemen. Ja, bis jetzt ist gar nichts mit einem Knaller. Bis jetzt sind 3R-Charaktere. 3R-Charaktere sind es bis jetzt. Naja, sei es drum. Gut. 1, 2, 2 Pots.
Danach würde ich sagen, machen wir spontan Sing Sam. Wow, gut, dass wir den hier nicht gemacht haben. Denn ich denke, viele von euch werden da auf jeden Fall sammeln. Spontan Group Sam meinte ich, sorry. Also wir haben 4R. Heißt, vielleicht kommt ihr Feuer, vielleicht passiert ihr was. Macht ihr bereit für ein Group Sam, Leute? Ich denke, jeder weiß, wie es läuft. In irgendeinem Spiel, Dokkan Battle, egal wo. Holt eure Stones, Perls, was auch immer. Tut ein Sum performen. Wir sammeln im Prinzip gemeinsam. Ich hatte hier 3 Pots, Instant Super Saiyan. Ich zähle gleich runter auf 3. Ich wünsche euch sehr viel Glück, Leute. Könnt mir auf jeden Fall eure Group Summon dann screenen. Auf Twitter posten, Discord, egal wo ihr wollt. Also, 3, 2, 1, go! Instant Super Saiyan, 3 Pots. Wir hatten 4 R gezogen. Was geht hier? Was geht hier in einem Single Summon? Im Group Summon? Dum, dum, dum. Grand Kid. Ja, immer eine SR. Immer eine SR. Wir sind zwar im Gotenks-Banner, aber komischerweise kommen auch, sind viele, wirklich viele Guild-Charaktere gekommen. Ja. Hacker to the right. Okay, Hacker to the right sagt uns ja. Zur Seite. Ja, ist genau. Gut. Sei es drum. So viel zu dem Gotenks-Banner. Sings am rausgehauen. Hat nicht viel erwartet. Aber Leute. Hier spielt die Musik, ja. Wir müssen es auf jeden Fall noch versuchen. Die Chance war da, dank den Sales, sage ich mal, bin ich offen und ehrlich. Gotenks haben wir ein bisschen gesummelt, ein paar Sing Sam rausgehauen. Ich denke in der Zukunft vielleicht auch Sing Sam raushauen, wie ich gesagt habe schon. Ich werde da nicht wirklich immens deep reingehen. Gotenks ganz klar, sehr guter Charakter, aber halt der Wert des Banners hat immens gestiegen, da Angel Goku noch dabei ist und vielfacher Goku. Das sind 3 Neo Guard Leader in einem Banner, Leute. Deswegen werde ich auf jeden Fall da die Sing Sam raushauen, wenn ich immer auf 5 Stones komme. Und deswegen widmen wir uns den letzten Multi Summon hier im Margin Vegeta Banner noch einmal. Wir haben gar nichts. Oh. Instant Super Saiyan. Denke ich mal das, ja. Boom, let's go. Super Saiyan 1, 2, Super Saiyan 2. Trunks. Super Saiyan Trunks. Gefolgt von Samon. Super Samon. Gefolgt von. Wie ist nochmal unser Dude gleich? Ich hab's in der. Bowser. Ah, klar. Yamchu. Geil, Yamchu. Ja, nicht geil. Wie denn? Okay, ja, der Mutti-Sam fühlt sich sehr kalt an, wenn ich ehrlich bin. Roshi. Ah, jetzt habe ich wirklich Angst weiter zu klicken. Ja, nee, der Mund sammelt nichts. Leider Gottes. Oh Gott, oh Gott. Ja, da zieht man halt 2 SSR, ne? Und dann denkt sich RNG Lifestyle, ja, nee, mehr kriegst du nicht, GG. Das ist halt das. Das ist halt das. Das ist halt das, was mit Margin Vegeta abgeht. Ja. Aber Leute, ich muss euch einfach mal kurz zeigen, ja, warum ich es nochmal versucht habe, damit ihr jetzt auch irgendwie nachvollziehen könnt. Denn wirklich aus den Quiet, bam, 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 SSR. Aus den letzten so Sings am Daily, was ich ziehen konnte, ihr seht es, bam, nicht gefeatured, nicht gefeatured, nicht gefeatured. Das war gestern Nacht. Ja, das war wirklich vorm Einschlafen gehen und jetzt ziehen wir nochmal 2 nicht gefeaturete. Das meine ich damit. Nicht gefeatured, der war auch total neu random. Naja, sei es drum. Ja, damit ihr auch so ein Bild davon habt. Aber Leute, auf jeden Fall, euch würde ich empfehlen, bei Gotenks reinzugehen. Gotenks, sehr guter Banner. Sein Event ist online, zum Event wird auch noch ein Video kommen. Morgen dann haltet ein Auge offen. Gotenks an sich, 3-fache Gotenks. Insane Karte. Weitere 2 Neo Guard Leader sind im Banner. Der Wert des Banners ist immens gestiegen. Ich würde das gerne nochmal wiederholen. Geht auf jeden Fall rein. Tut auf jeden Fall Summon, Leute. Ihr könnt, wenn ihr Gotenks nicht zieht, könnt ihr Angel Goku ziehen. Dann könnt ihr vielfach Goku ziehen. Das ist brutal. Das ist brutal. Zumal die 2 Dudes dann, Angel Goku und 3-fache Gotenks, in einer Kategorie sind. Bei Majin Buu Saga zum Beispiel. Und 3-fache Kategorie. Also, das ist wirklich sehr, sehr gut. Naja gut, das wär's dann im Prinzip von mir, Leute, von dem Video. Wir haben Gotenks begrüßt, ja, wir haben ihn selbst quasi mit ein paar Singles sammeln, haben wir da versucht. Ja, sei es drum. Also Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen ein Like.
lasst ein Like da. Falls ihr neu seid, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Schaut auf meine Social Media Kanäle vorbei. Alle Links in der Beschreibung. Ganz wichtige Infos: Streamzeit haben sich geändert. Streamplan ist unter der Beschreibung. Ab 19 Uhr fangen jetzt die Dokkan-Streams an. Dann sehen wir uns quasi heute Abend. Wenn nicht, dann im nächsten Video, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Peace.